Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Europa Universalis. Wir haben beim letzten Mal das große Kastilien etwas kleiner gemacht und schön in viele kleine Stücke aufgeteilt. Das hilft uns später, wenn wir da das nächste Mal angreifen. Vor allen Dingen haben wir ihnen ihren Übergang zu den Überseeprovinzen weggenommen, was ziemlich gut ist für uns. Leider hat das Ganze mit Österreich hier so nicht geklappt, dass wir die halt in ja, einen Landweg zu uns haben herstellen können. Aber wir konnten Wien einnehmen und ich bin der Meinung, es ist jetzt an der Zeit, Böhmen zu annektieren, weil die halt ein sehr hohes Freiheitsstreben haben. Das kann man zwar ein bisschen reduzieren, aber ich denke, das ist jetzt halt schon an der Zeit, dass wir einen großen Brocken wie Böhmen einfach mal integrieren. So, annektieren, da hat der Diplomat wenigstens was zu tun. Gegen Spanien können wir oder gegen Kastilien Ansprüche fingieren. Und zwar möchte ich beim nächsten Mal haben, gerne Grenada. So, ich möchte haben Sevilla. Wo haben wir es? Da. Dann möchte ich. Ach, weiter geht nicht, weil unser Spionagenetz ist zu klein. So. Das heißt aber auch, wir können uns das schenken gegen Österreich Ansprüche zu fingieren in nächster Zeit, weil wir können es eh nicht kommen. Wir haben allerdings, würde ich sagen, genau, jetzt gegen Bayern Ansprüche. Das ist ja schon mal ziemlich gut. Und wir wollten anfangen mit Provinzen Koren. So, das hatten wir beim letzten Mal alles schon. Sollte jetzt das dort noch gekoren werden müssen? Das müssen wir koren. Das können wir noch nicht, das können wir noch nicht. Das können wir auch noch nicht. Das können wir. Spannend. So, das sind schon Kernprovinzen. Das da sollte noch. Okay, wir können gerade nicht, weil wir nicht genug Punkte haben. Auch gut, aber da fällt mir ein, wir haben ja auch noch das Problem gehabt, dass uns zwei Berater gestorben sind. So, Missionarsstärke oder Prestige oder Inflationsreduktion für 3. Wir machen momentan wie viel? 54 und wir haben auch mehr als genug. Dann nehmen wir den da. Und Unterhalt Armee oder Disziplin. Wir nehmen Disziplin, denke ich. So, okay, dann kriegen wir jetzt genug Punkte. Ihr geht bitte dahin. Ihr seid die Armee von dort. Ihr seid die Armee, die dahin geht. Gut. Dann müssen wir jetzt ein bisschen warten, dass wir alle Punkte wieder aufstauen und dann halt hier alles ja, in unser Reich eingliedern können. Aber ich denke, wir haben auch schon relativ gut uns weiterentwickelt und auch erobert. Und ich denke, in einem nächsten Krieg würde es deutlich einfacher aussehen. Schon weil wir hier direkt dann in Portugal einfallen könnten und die halt überrennen können. So, die wollen uns jetzt alle heiraten. Das ist ganz gut. So, Freiheitsstreben. 47%, 48%. Das heißt,
Wir sind ja noch relativ weit weg vom Einheitenlimit. Wir können 209 Armeen haben aber bloß 90 oder 90. Das heißt, wir gehen jetzt her und heben nochmal Armee aus. Warum mache ich das? Naja, ich muss im Vergleich zu unseren Vasallen eine deutlich höhere, deutlich stärkere Armee haben. Außerdem werden wir die Armee für weitere Eroberungsfeldzüge wieder brauchen. So, wir haben auch noch eine Ideengruppe, die wir freischalten können. Und da ist jetzt die Frage. Ich würde gern zurück. Wir haben noch eine Administrative offen und ansonsten nicht viel. Wir sind technologisch bei Militär extrem weit voraus, bei den anderen eher nicht. Das heißt, es würde sich theoretisch eine Militär, Idee anbieten. Unser Problem ist jetzt aber, dass wir da eigentlich schon die etwas besseren haben, also die für uns wichtig sind, weil Seemachtideen braucht man nicht. Defensivideen, Armeetradition, ja, ist schon sehr wichtig. Moral der Armee ist extrem wichtig. Manöver, Unterhalt der Armee. Das ist schon ziemlich gut. Kampfstärke Kavallerie haben wir so gut wie nicht mehr. Verschleiß Gegner ist halt auch ziemlich nett. Ich denke, wir werden noch die defensiven Ideen hinterher schieben. Und ja, ich weiß, ich habe beim letzten Mal gesagt, dass ich wahrscheinlich irgendwas nehme, damit ich mehr Beziehung haben kann. Aber ich denke, das passt jetzt so. Apropos, wir machen so wenig Punkte, weil wir halt noch Richtlinien haben. Das hatte ich verpeilt, dass man die halt ja, dass man da halt Punkte für zahlen muss. Kann ich die jetzt einfach irgendwie. Genau, die möchte ich gerne raushaben. Unterhalt Söldner, Rekrutenreserve Söldner können wir auch rausmachen. So, damit sind wir hier wieder auf plus 0. Hier oben haben wir Unruhe global und Nationalismus minus 5 Jahre. Das finde ich ziemlich gut. Der kann raus. Und Prestige jährlich ist halt relativ gut. Ich glaube, den gönnen wir uns. So, wir haben schon wieder 52 Punkte. Deshalb kommt der jetzt auch eine Kernprovinz. Wie schaut das eigentlich im Reich aus? Das Handschuh, der irgendwas ist, Kaiser. Na gut, lasse machen. Lange wird es Kastilien so nicht mehr geben. Beziehungsweise ist es ja jetzt schon relativ klein. Dann sind wir noch re recht viele Armeen, muss man sagen. Aber ja.
So, wir haben jetzt wieder relativ viel Militär ausgehoben und schauen jetzt doch mal da rein und wir sehen, die Stärke ist gesunken. Wenn jetzt noch die ganzen Kanonen dazu kommen, denke ich, sind wir auf einem guten Weg. Und wir brauchen ja auch, ach ja, ein ganzes Jahr. Na dann. Es drohen Aufstände. 22.000 in, ja. Lasse machen, lasse machen. Da sind sie. Und schaffen wir es noch, bevor sie es. Okay. Das war relativ einfach. Hätte ich jetzt so nicht erwartet. So, das ist Kernprovinz. Das sind alles schon Kernprovinzen von mir. Die da. Hier benötigen wir 50. Die können wir schon antriggern. Und da fehlt noch ein bisschen was. Gut. Burgund hat eine umkämpfte Nachfolge. Der Kollege ist 32 Jahre alt. Was passiert denn? Ein adliges Haus der Rohan. So, mir wäre jetzt ganz recht, wenn der mal abnippelt. Ich meine, der ist 18, der ist gar nicht schlecht. Wäre doch ganz gut. Wie sieht es denn in der Herzchenkarte aus? Portugal. Portugal ist immer noch verbündet mit Kastilien und möchte garantiert mit uns nicht mehr verbündet sein. Nee, diplomatische Aktion, Bündnis anbieten. Ach, absolut gar nicht. Die sehen uns als Rivalen an. Dabei waren wir immer so lieb. So, Dänemark sieht uns auch nicht mehr so ganz günstig. Dann sagen wir doch ganz klar nochmal Beziehungen verbessern. So, und dann hätten wir noch einen. Den schicken wir. Der Venedig ist mir eigentlich egal. Der Kirchenstaat. Beziehung verbessern. Bevor die hier irgendwie blöde Ideen im Kopf haben. So, Kastilien, denke ich, ist klar, die werden uns immer hassen. Und ja. Im nächsten Krieg, deshalb habe ich hier so viele kleine Pockets gemacht, können wir halt gucken, dass wir sagen, okay, wir nehmen eine Armee, die hier drinnen vielleicht schon stationiert ist. Oder hier vorne und löschen die halt mit allen Truppen direkt aus. Das wird halt im nächsten Krieg dann ganz entspannt werden, hoffe ich mal. So, wir möchten euch jetzt kommst mal zurück. Provinz verkaufen. Die da. Für kein Geld. Ach, das kostet uns auch noch Prestige. Na toll. Ich will es halt ungern koren müssen. So. Ach Gott, du bist ja hier runter, ist ja auch wieder ewig unterwegs. Aber so viel Prestige ist halt schon ein
bedenklich, weil es das Prestige halt auch wirklich dann die Moral und so weiter und die Disziplin in den Kämpfen hochhält. So, wie stehen wir denn vergleichsmäßig da? Ja, 46%. Ja. Bayern. Wie schaut denn das aus? Ihr werdet ja wahrscheinlich das nächste Ziel werden. Spionagenetzwerk. Zack, zack. Wir bräuchten 1, 2, 3, 4 Länder. Und da ist nicht mal die Hauptstadt dabei. Wir wollten noch Anspruch fingieren auf. Nein, das da. Zack. Zarab. Dann wollten wir haben Jativa. Das haben wir schon offensichtlich. Das da. Jawohl. Und wir haben schon wieder Punkte. Das ist gut. Dann können wir nämlich sagen, dort. Dann haben wir das hier unten alles. Genau, das ist alles unsere. Das wird unsere schon. Genau, dann können wir uns die Punkte wieder ansparen. Französisch Oberperu. So, die Portugiesen sind jetzt hier sehr stark am Erobern gegen die Inkas. Das heißt eigentlich, dass man hier unten nochmal angreifen könnte und dann hier unsere Kolonie vergrößern. Oh, gegen Portugal könnte ich schon wieder in den Krieg ziehen, will ich aber nicht. Also man könnte Portugal jetzt hier wirklich angreifen. Und sagen hier Krieg erklären. Also durch die Kolonien sind sie, wirkt das Ganze schon recht eklig. Aber wir hätten halt sofort wieder Kastilien gegen uns. Wir hätten wieder, oh, den Kirchenstaat sogar. Ja, nee, das lassen wir mal. Das will man nicht. Oder wir auf jeden Fall. Erstmal integrieren wir jetzt Böhmen. Brandenburg wird hier oben auch richtig stark. Na gut, Kastilien kann nicht mehr eingreifen. Also halt, Kirchenstaat ist durch. Dann kommst du mal zurück. Oh, und die Osmanen kriegen. Oh Gott, von Polen-Litauen auf die Lichter. Nicht gut. Dann werden die nämlich noch stärker. Brandenburg. Wie schaut denn das aus? Beziehung verbessern. Ketzerische Religion. Das allerdings schlecht. Allianz mit Rivalen, die sind mit Dänemark verbündet. Das heißt, die wollen uns gar nicht. Na, mal gucken. So, wir könnten eine Militäridee oder. Aber hier sind wir so weit der Zeit voraus. Ich denke, das lohnt sich nicht. Dann gehen wir mal auf Armeetradition Landschlachten. So, wie schaut es denn militärisch eigentlich mit den Armeen aus? Wow, Polen, Litauen. Selbst Kastilien hat so eine Riesenarmee. Was machen denn die? Und wie können die sich das noch leisten? Und vor allen Dingen, wo haben sie die?
Prestige, Prestige, Prestige. Ärgerlich. Diplomatische Beziehung. Hätten wir sogar eine frei. Wir könnten uns mit Brandenburg verbünden, wenn die dabei wären. Dann hätten wir hier oben noch einen starken Partner gegen Polen-Litauen. Also wenn man das Spiel jetzt wirklich effektiv spielen wollte, würde man jetzt hier unten gegen die hier marschieren. Oh, die haben Garantie von Portugal. Toll. Oder Kolumbien. Oh, diese Verbindung mit Kastilien. Nein, das wäre jetzt schon wieder übertrieben. Und die sind ja mit niemandem mehr verbündet. Wie viel Militär hat das Inka-Reich? 42.000. Also wenn wir zwei Armeen darunter verlegen, sollten wir eigentlich auf der sicheren Seite sein. Das dauert halt wieder ewig, bis wir das alles erobert haben. Da fällt mir allerdings ein, da war ja was mit Flotten. Wir haben nämlich keine Flotte mehr. Das ist ja jetzt ärgerlich. So, dann gehen wir erstmal her und sagen, okay, alle Festungen stilllegen, damit wir hier wieder mehr Geld machen. Dann gehen wir her und sagen, wir brauchen Schiffe. Und zwar Transportschiffe. Drei, vier, fünf. 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Alles klar? Und dann brauchen wir noch ein paar Fregatten wieder. Einfach weil wir unseren Handel damit schützen können. Da brauchen wir einfach mal die ganze Küste hier entlang. Schiffe. So. Das sieht doch ganz gut aus. Zack, zack. Hat zwar ein bisschen Geld gekostet, aber das ist ja nicht schlimm. So. Die Österreicher haben einen neuen Herrscher. Schön für sie. Aber wieso wählt ihr denn immer noch Kastilien? Globale Unruhen, minus 1, Regeneration, Rekrutenreserve. Ja, oder Merkantilismus. Wir nehmen das, da verdienen wir nämlich Geld. Ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, der noch. Und der noch. Und dann sollten hier in Spanien mittlerweile alle dann zu unseren Kernprovinzen werden. So, wenn die Schiffe fertig sind, bringen wir auch eine Armee nach unten. Oder beziehungsweise sogar zwei Armeen. Und sagen dann, du. Halt immer. Wieso dürfen denn die bei uns durch? Nee, 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 Freundchen. Warum? Achso, ja,
sind die? Aber ich gewähre Kastieren doch keinen Durchgang. Oder sind die mit irgendjemandem im Krieg? Achso. Ja, okay, ich gewähre Lunda und da. Ja, ja, alles gut, ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. So, Burgund hat immer noch keinen Nachfolger. Das ist schon mal ziemlich nett. Hier steht. Stand hier nicht irgendwas von 200 Tagen? Der braucht ja noch ewig, bis das integriert ist. Na gut. Wenn Sie meinen. Na klar. Wunderschön. Diplomat abberufen. So. Sehr gut. Ich bin ja ein bisschen gespannt, was jetzt hier rauskommt. Als Land von besonderer Wichtigkeit markieren. Bei ihrem Frieden. Ob die sich hier drüben ausbreiten oder hier unten. Weil sehr lange kann es nicht mehr dauern. So. Jetzt ist hier ganz viel passiert. Ihr trefft euch bitte mal da. Ihr trefft euch auch da. Ihr trefft euch bitte alle da. Ihr auch. Auch und hier unten bitte auch. So, kurz gucken, habe ich irgendwen vergessen? Sieht nicht so aus. Gut. So, was haben wir denn hier schon wieder? So, ihr seid die Handelsschiffe. Jetzt gucken wir uns mal ganz kurz unseren Handel an. Hier haben wir 74 und der leitet weiter in die Champagne. Hier verdienen wir 22. Der Kollege schöpft hier Handel ab. Hier haben wir nur 17%. Ist ja nicht viel. So, das sind Ich denke, dann werden wir den in den Ärmelkanal schicken. Der leitet weiter, genau. So, ihr werdet jetzt Mission, Handelsschützen, Ärmelkanal. Alles klar. Ihr werdet meine Transportflotte. Ihr fahrt hier runter. So, ein weiterer Grund, warum ich die jetzt da unten angreifen will, ist, dass wenn ich das Territorium da unten oder genug von dem Territorium einnehme, hoffentlich dann die Provinzen alle in das Staatsgebilde von Brasilien übergehen. So, Anspruch fingieren auf Aragon. Das ist Anspruch fingieren, können wir nicht. Passt. So, wir haben auch ein Spionagenetzwerk in Bayern, wo der Kollege gerade entdeckt wurde. Anspruch fingieren.
Ich hätte gerne das Salzburg. Und Anspruch fingieren. Na gut, eigentlich brauche ich nicht mehr. Ja, Unterkern. Machen wir das noch. Genau, dann kann der auch zurückkommen. Dann brauchen wir den nämlich nicht mehr. Und dann geht's weiter. Und ihr seht auch, wie schnell die Zeit vorbei ist, wo man mit den Ländern im Krieg war, wenn man nur einen weißen Frieden macht. So, wie viel Prozent Handelseinfluss haben wir denn jetzt hier? 21. Ernsthaft, ich ziehe die hier aus Dings ab. Und schon haben die ein hohes Freiheitsstreben. Passiert hier jetzt noch was oder? Wenn die hohes Freiheitsstreben haben. Das sieht jetzt nicht so aus. 50. So. Unsere Rekrutenreserve ist fast wieder aufgefüllt. Das heißt, Baumini zu. Ihr bitte darunter. So. Wir gehen jetzt her und sagen, wir machen uns noch eine Armee. So, 19, 20 und dann kommen hier noch ein paar Kanonen rein, nämlich 15. Und sobald das durch ist, sollten wir eigentlich wieder das Freiheitsstreben etwas runtergedrückt haben. Ich glaube, der Integrationsprozess geht nicht weiter, wenn die ein hohes Freiheitsstreben haben. So. Und da ist es schon wieder gesunken. So, wie schaut es denn aus? Alles klar. Flotte ist da gewesen. Ihr kommt wieder zurück. Ihr seid jetzt die große böse Armee, die bitte nach Paris geht. Sinkende Elefantenpopulation, na, ist doch auch schön. Was wird mal, das ist der ist, den wir da runtergeschickt haben gerade? Nee, ist er nicht. Wie schaut denn unsere Armeetradition im Moment aus? Ja, ist okay, aber wir gönnen uns mal einen neuen General. Ja. Und wir können eigentlich auch unseren Herrscher, wir haben ja diesen Luftikus hier, können wir auch mal gucken, ob der irgendwas taugt. Nee. Also belagern kann er und ordentlich Fernkampf hat er. So, jetzt ploppen hier die ganzen Kanonen auf. So, alle da hoch. Schauen wir mal ganz kurz rein. Da sind wir wieder bei 47 und es geht weiter mit integrieren. Wir erhalten eine Stabilität. Ist doch nicht schlecht. Dann geben wir mal das aus.
Haben wir eigentlich einen Diplomaten, der... Nee, haben wir nicht. Der das Integrieren schneller macht. Aber gut, passt. So. Ihr seid da, ihr steigt bitte alle ein. Und wir fahren da runter. So, ihr geht. Stopp. 5 Prestige oder Legitimität. So, ihr geht bitte hier hoch. So, wie schaut denn das jetzt mit der Hauptstadt aus? Gehe zur Hauptstadt. Die ist hier unten. Na gut, dann bleiben wir doch am besten hier. Und überrollen die hier unten halt. Kann von mir aus alles haben. Ach so, nee, halt. Das waren die falschen. Wir könnten jetzt hier Autonomie monatlich, Unterhalt Armee, Produktionseffizienz oder ich würde ja eigentlich sagen, wir warten. Wir sind hier schon so weit hinterher, wir warten. So, ihr fahrt bitte da hoch. Oh, ihr seid auch im Krieg mit. Oh. Na, hier haben sich ein ganz schönes Stückchen rausgebissen. Vor allen Dingen haben sie Istanbul eingenommen. Das lohnt sich halt richtig. Ich meine. Das Ding ist so weit entwickelt. Ach du Heiligsblechle. Also Polen-Litauen würde ein extrem schwerer Gegner werden. So, Krieg erklären. Wir möchten gerne Montevideo haben, würde ich sagen, oder? Wo haben wir es denn? Montevideo. So. Ihr habt 31.000 Mann. Okay, damit kann ich leben. So, dann machen wir hier gleich mal halbieren und hier geht weiter. Und damit ist das Kriegsziel schon mal gefallen. Ich wusste es. So, ihr kriegt dann den da. Nein, du bleibst bitte da. Machen wir wieder eine Stufe langsamer. Feinde belagern unsere Provinz. Ja, war ja klar. Aber ich denke, das sollten wir hier oben ganz entspannt und schnell hinkriegen. Wo sind denn eigentlich unsere Verbündeten? Na gut, da wird nicht viel kommen. Ja. So, wir haben da oben eine Armee von 34.000 Mann.
den. Bin ich ja jetzt am Überlegen, ob wir einmal mit beiden Armeen dann hochmarschieren und die einfach wegklatschen. Oder ob wir hier unten jetzt schnell alles belagern oder einen Großteil belagern und dann. Schauen wir mal. Wäre halt ärgerlich, wenn sie unsere Flotte hier rauszwingen. So, wir schicken die mal dazu, falls die auf die Idee kommen, irgendwie was Sinnloses machen zu wollen. So, unser Diplomat ist tot. Diplomatische Reputation. So, sehr gut. Du gehst mal bitte hier hoch. So, ihr wollt wahrscheinlich dorthin. So, wo wollt ihr hin? So, ihr geht dahin. Nein, ihr geht dahin. Schade. Es wird wieder so ein ewiges Katz-und-Maus-Spiel, bis wir die mal kriegen. Ah, jetzt haben wir sie. Und zwar zügig dahin. Okay. Wir gehen hier runter und erobern den Rest, dass so entspannt ist. So, dann geht ihr mal da hoch und erobert bitte die Festung noch. Und hier unten sagen wir jetzt Schottisch-Brasilien. Das geht alles an Schottisch-Brasilien. So intelligenterweise müssten wir die jetzt hier eigentlich abschneiden. Dass wir einmal hier quer Schottisch-Brasilien draus machen, damit die Portugiesen sich nicht weiter nach Süden ausbreiten können. Ach so, ja, besetzt durch Inkerreich. Alles gut. So, da hätten wir eine kleine Armee erwischt. So, eine weitere Technologie. So, das sollte jetzt relativ zügig gehen mit Belagern.
Und ich hoffe ja mal, dass. Oh, wie trifft man die? Ah, ne. Das ist gut. Ich hoffe ja mal nicht, dass wir hier doch irgendwo größere Armeebestände haben. Also ich denke, das sollte alles sein, was da oben rumkreucht. So, du gehst bitte dahin. Du gehst bitte dahin. Hier werden alle von Schottisch-Brasilien besetzt. So, die fliehen nach oben, das ist ganz gut. So, alles hier runter, das auch wieder aufgeben. Genau, das nennt man jetzt Flächenbelagerung, einfach nur stumpf alles. Durchbelagern, ganz schnell. So, weitere Festung sieht nicht so aus, als ob sie da was haben. Ja, schade, das war ich zu langsam. Okay, unten gibt es Rebellen. Das ist nicht gut. Also für uns, weil die könnten halt noch relativ viel Militär haben. Weiß man ja immer nicht. So, okay. Ich denke, wenn ich das da habe, sollte es passen. Genau, 12.000 Mann ist halt schon echt übel. Deshalb schicken wir da mal ein bisschen Militär hin. So. Bleibst bitte gleich mal da. Acht und vier sind 12. Na gut, gehen wir mal rein. Sicher ist einfach sicher. So, das und das. Ja, aber sieht selbst ohne Anführer extrem gut aus. Wir kontrollieren die Provinz. So, das geht auch relativ zügig hier alles. Jetzt muss nur noch die Provinz da fallen. So, die ziehen sich zurück. Da gehen wir jetzt aber nicht hinterher. Ich meine, wir haben schon so viel Kriegsstand. Oh. Wir sind wieder mal mit Kastilien im Krieg. Na dann. Kastilien, die euren Kriegstreiber, würde ich ja nie machen. So, Frieden verhandeln.
das würde eine Koalition gegen uns ausrufen. Und das machen sie auch nicht mit. Ja, dann machen wir das so. Hätte man nämlich hier oben die Portugiesen abgeschnitten. Das heißt halt, die können da und könnten dann da. Na gut, von der Küste können sie sowieso. Möchte ich dann das und das haben? Ich denke nicht. Doch, das will ich, weil dann können sie nicht von hier vorne mehr rein. Und dann möchte ich lieber noch das und das haben. Schade, das nehmen sie nicht. Wie viel fehlt da? Ja, nicht viel. Das müssen wir noch machen. Ach, halt. Wir müssen ja sogar das noch einnehmen. Weil sonst können wir es wieder bloß selber für uns beanspruchen. Und das will ja keiner. So, das geben wir bitte an Schottisch-Brasilien. So, ich denke, das sollte jetzt kommen. Fall. Legitimität oder Prestige, das ist beides gerade nicht so sonderlich gut. Machen wir das. Prestige kriegen wir jetzt gleich ein bisschen. Boah, komm, danke. Wird ja auch Zeit. So. Frieden verhandeln. Wir haben zwar dann hier unten die Inkas gegen uns, aber wir hatten die Seite erstmal dicht gemacht und hier unten auch relativ gut verteidigt, dass die hier nicht irgendwie noch einfallen können. Ja, ich denke, so passt das. Das nehmen sie nicht mehr, das nehmen sie. Haben sie noch Geld? Ein wenig. So. Dann. Schottisch-Brasilien. Böhmen möchte mit uns verheiratet sein, und das ist doch schön. So, dann. Du dahin. Und du bitte dahin. Genau, dann hätten wir unten unsere Kolonien wieder deutlich vergrößert. Und das ist ja auch schon mal was. Jetzt geht es natürlich darum, was machen wir als nächstes in Europa? %14 mittlerweile. Ja. Könnte schneller gehen. So, die Spanier wehren sich hier kräftig gegen Tunesien und Korsika. Was ist denn das für ein Krieg? Wer hat denn den losgetreten? Beziehung. Momentane Kriege. Okay, imperialistischer Krieg gegen. Na dann. Lasse machen. Irgendwann kommen auch wir wieder mal um die Ecke und klopfen einfach mal drauf. Yep. Jetzt sind den Osmanen. Die werden ja hier unten auch gerade ganz schön. Ah, auch von Russland mal wieder.
denke, die werden das hier alles haben wollen. Ernsthaft, es gibt wieder was von der blauen Horde. Spannend. Ich bin jetzt wirklich unentschlossen, was ich hier mit den Provinzen mache. Ich will sie eigentlich nicht kornen. Aber wenn ich sie alle an Schottisch-Brasilien abgebe, dann verliere ich ja Unmengen an Prestige. Ungünstig. Sehr, sehr ungünstig. So, die fassen wir mal bitte zusammen zu einer Armee. Wie schaut es denn momentan eigentlich mit den Untertanen aus? 42. Das passt. So, hier steht eine größere kastilianische Armee. Die Kastilier haben eine Armee, die... Ja, fast 200.000 Mann. Also die haben schon ordentlich was zu bieten. Erklärt auch, warum die hier die alle wählen. Ich find's doof, aber tja, was will man machen? Die Frage ist ja, ob man Kastilien jetzt nochmal in einen anderen Krieg zwingt. Also in einen kleinen Krieg, mit den wir halt über Kolumbien austragen. Dass wir eine kleine Armee da unten lassen. Und halt Kolumbien einnehmen. Und der Rest oben dann gegen... Kastilien kämpft. So, Krieg erklären. Ach, Bruch der Waffenruhe. Aber ja, es wären nur Kastilien dabei und nicht die ganzen Verbündeten. Burgund hat einen Waffenstillstand mit Kastilien. Ja, Krieg ist weit weg. Gut, ich sag mal so, das wäre ja dann nicht so schlimm. Und hier oben müssen wir halt sehen, dass wir einige von den Armeeeinheiten direkt kriegen und sehr schnell ganz klein hauen können. So, wir machen hier Minus, obwohl unsere Festungen, die schlafen nicht. Unsere Festungen schlafen nicht, wir waren im Krieg. Ja, dass man halt so eine 35.000 Mann starke Armee einfach mal auslöscht oder sie halt wie jetzt im Krieg erwischt. Das wäre natürlich halt ganz gut. Ich möchte keinen Krieg gegen Polen-Litauen. Nein, nein, nein. Ich werde jetzt hier unten mal noch okay, bei so wenig Punkten, da kommen wir die jetzt. Das lohnt sich ja nicht. So, ihr seid beides relativ große
Diplom macht oder Prestige. Portugiesisch, Brasilien. Ja gut, die sind eine Vasallen-Nation von denen und die hassen mich eh. Egal. So. Ihr seid 35.000 Mann. Ihr kommt nach Europa und ihr seid nur 29.000. Ihr werdet hier oben eingesetzt. Damit wir hier oben auch Schottisch-Brasilien noch etwas größer machen können. Und dann aber halt auch Kastilien deutlich kleiner. Aber wie wir wieder mal mit Kastilien Krieg führen, das sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit und ja, viel Spaß beim selber spielen. Tschüss!